Jetzt kommen wir zu den Pyramiden. Da habe ich einfach mal so ein paar zusammengestellt, um klarzumachen, dass es keine, also es gibt kein richtiges Grundschema, nachdem Pyramiden von innen gebaut wurden. Also mal sind zwei Kammern, mal ist eine Kammer, mal ist, wie man hier oben sehen kann, ein Tunnel in die Mitte, senkrecht runtergetrieben, von denen dann Gänge abgehen. Hier haben wir den Eingang und auf Höhe des Bodenniveaus drei Kammern. Hier ist eine Kammer direkt unter dem Zentrum mit einem Gang. Wir sehen hier unterirdisches Kammersystem. Hier sehen wir Gänge. Hier ein Riesenraum in der Mitte und wenig Gänge. Also es ist nicht so wie bei christlichen Kirchen oder Kathedralen, wo man sagt, okay, man hat als Grundform immer ein Kreuz und das wird dann irgendwie verschiedenartig ausgeschmückt. Also es sieht doch für mich tatsächlich so aus, als wenn jede Pyramide irgendwie einen anderen Zweck hatte. Ja, was ich nochmal dazu sagen wollte, dass die große Pyramide eventuell ein Kraftwerk ist oder eine Maschine für Energiegewinnung oder wofür auch immer darstellen soll. Es fällt halt auf, dass alle Pyramiden von innen anders gebaut sind. Und wenn jetzt die Pyramiden Maschinen wären, dann würde ich mich fragen, warum ist denn diese Cheops-Pyramide nach diesem Prinzip aufgebaut und funktioniert als Maschine und man hat diese anderen 100 Pyramiden irgendwie anders gebaut? Also, diese Überlegung, dass die Cheops-Pyramide eine Maschine ist, finde ich halt seltsam. Würde sich mir erschließen, wenn alle Pyramiden irgendwie einen ähnlichen Innenaufbau hätten, aber da das nicht der Fall ist, es ist eine doch gewagte These, finde ich. Man kann zum Beispiel sagen, dass die Knickpyramide, die große Pyramide in Gizeh und die rote Pyramide innen Galerien haben. Und von daher irgendwie eine Ähnlichkeit haben. Auch von der Baukomplexität her scheinen die mehr, also die Champions League-Pyramiden zu sein, sozusagen. Die sind komplexer gebaut als viele anderen Pyramiden. Aber auch die Knickpyramide und die rote Pyramide haben einen ganz anderen Innenaufbau als die große Pyramide in Gizeh, beziehungsweise das, was man uns davon, was man der Öffentlichkeit zugänglich macht, das sieht halt komplett anders aus. Vielleicht war es ja eine Endprüfung auf diesem Weg der Priester oder auf diesem Ausbildungsweg, dass man am Ende eine Pyramide bauen musste. Und deswegen haben die so unterschiedliche Qualitäten, weil es da halt natürlich auch unterschiedliche Fertigkeiten gab und man musste halt sein komplettes Wissen in eine Pyramide packen. Und 100 Menschen haben es halt geschafft, diesen Weg vollständig zu gehen und am Ende eine Pyramide zu bauen. Ja, wir beginnen mit der Stufenpyramide des Djoser. Das wird als die erste Pyramide in der Ägyptologie eingeordnet. Und was ich eben schon gesagt habe, beachte ich, da geht halt ein Riesentunnel senkrecht runter. Ich hätte das gerne mal von innen gesehen, aber die war leider zu, als wir da waren. Dann haben wir hier ein sehr großes Areal, was wir hier sehen, was die Pyramide eingeschlossen hat, wo dann halt auch so Nebentempel dran waren. Und das ist also eine beachtliche Länge. Ich schätze mal von dem Punkt hier unten bis hier, weiß ich nicht, 400 Meter oder so. Also da gehen mehrere Fußballfelder auf diese Fläche drauf. Ja, hier sieht es ja noch so aus, als wenn das hier unten mal eine Mastaba war, in Dunkel, und die dann überbaut wurde mit den kleinen Ziegeln zu einer ersten Pyramide, P1, und irgendwann zu einer etwas größeren, P2. Und ich glaube nicht, dass das die erste Pyramide in der Geschichte war, sondern das gehört eher zu den letzten Pyramiden, die gebaut wurden, weil die damals nicht mehr in der Lage waren, diese riesigen Steine zu verarbeiten und hier diese gebrannten, ich glaube, es sind gebrannte Ziegel verwendet haben. Und die Mastaba quasi als Kern Rohbau benutzt haben, der dann ausgebaut wurde. So, wir befinden uns jetzt vor dem Eingang, der hier unten ist. Also Position ist hier, der Eingang, den wir sehen, ist hier. Dahinter kommt eine Säulenhalle und dann dieser Innenhof. Und hier ist halt auch beachtlich, wenn man sich anguckt, ne, hier geht es zurück, hier geht es wieder nach vorne, hier ist der Eingang, hier geht es zurück, hier geht es wieder nach vorne. Und in diesem Zickzack war die ganze Ummantelung, die ganze Ummauerung von dem gesamten Areal gearbeitet. Das sind relativ kleine Steine, die da verbaut wurden. Aber halt, ja, schon komplex so zu bauen. Das ist jetzt die Rückseite von dieser Säulentempel, diese Säulenhalle, durch die wir da durchgelaufen sind. Und hier blicken wir jetzt, wir haben die Pyramide im Rücken und blicken auf das Feld, was vor dieser Mauer liegt.
Und da sieht man auch Überreste der Hochkultur, woran man, also man erkennt es immer ganz gut an solchen Steinen hier. Hier ist der Stein mit so einer Extra-Ecke versehen, der Stein hier eingepasst, hier ist so eine Ecke. Also je unregelmäßiger die Wände aussehen, desto schwieriger sind sie herzustellen. Und das ist immer ein Indiz für mich, jedenfalls für die alte Hochkultur. Und da sieht man hier auch noch eine kleine Nebenpyramide, völlig ja, verrottet. Das ist schon, also ich schätze mal, das war eine richtige Stadt, die da früher war, wo man wahrscheinlich noch 100 Jahre lang Ausgrabungen machen könnte und immer wieder neue Sachen finden würde. Das hier ist jetzt ein Schacht, der da auch gefunden wurde. Und ihr seht ja, wie tief der ist. Ne? Das ist also schon ein ganz schönes Stück, wenn man hier guckt, wie groß so ein Mensch ist. Hier oben rechts in dem Bild. Und dann geht es hier diese Treppen so runter. Hier nochmal, die Treppen sind, glaube ich, aus der Neuzeit, bin mir nicht ganz sicher. Und dann geht das halt hier noch weiter runter. Hier unten sieht man dann, wie das hier endet. Und naja, da ist mit Sicherheit auch nochmal ein Tunnelsystem drunter. Und vielleicht gehört ja so ein Pyramidenplateau auch immer in Verbindung mit einem Gangsystem, was dann 20 Meter tief oder so noch dazu gehört. Ja, fand ich skurril. Und natürlich gibt es auch keinerlei Pläne, wie das hier unten weitergeht. Wir waren da auch nicht drin, kamen da nicht runter. Man kann auch sagen, dass es halt hier ja sichtbar ist, dass es alles aus Kleinsteinen gemauert wurde. Hier oben ist noch so ein Schutthaufen, der auch wieder so leichte Schrägen hat und vielleicht mal eine Pyramide war, so eine kleine Nebenpyramide. Ja, fand ich auf jeden Fall seltsam und es wirkt auf mich so, als wäre auch hier wieder mal noch nicht alles ausgeforscht. Ach, und hier sieht man ja auch wieder so eine schöne Fuge und hier diese, ja, wahrscheinlich doch wieder riesigen Blöcke, die hier einfach so ausgeschnitten wurden wie ein Stück Butter von einem heißen Messer. Hier sehen wir ein schönes Modell der Sahur-Pyramide, wobei ich mich ja schon ein bisschen frage, wie man das alles rekonstruiert, also speziell auch so eine Dachaufbauten, wie man die hier sieht, da muss man ja irgendwie schon eine Menge Teile gefunden haben. Und wenn man sich anguckt, wie das hier auf dem Foto vor Ort aussieht, ja, frage ich mich ja schon so ein bisschen, wie kommt man auf so eine Rekonstruktion? Was man schön sieht, sind diese beiden Säulen, die sie hier wieder, ich glaube, die wurden wieder aufgebaut. Das sind halt Säulen aus diesem Hinterhof oder Innenhof, den man hier sieht. Ja, das Ganze wirkt auf dem Modell total riesengroß und wenn man dann halt das Foto sich hier anguckt, stellt man fest, ach naja gut, so riesig ist es ja gar nicht. Und ja, ansonsten, was halt auch schön ist, sind diese Umfassungsmauern, wie sie die hier gemacht haben. Ich denke, davon wird man Grundmauern gefunden haben. Sowas kann man bestimmt ganz gut rekonstruieren. Ja, aber so Dachaufbauten finde ich halt schon ein bisschen gewagt. Aber vielleicht haben die auch Teile gefunden, die da rumlagen, die man jetzt halt auf diesem Foto nicht sieht, die darauf Rückschluss geben, dass das mal so ausgesehen haben könnte. So sieht dieses Modell von hinten aus. Ja, und auch hier nochmal ein kleiner Eindruck von dem, was übrig geblieben ist. Baukonstruktionstechnisch hat man jetzt das Mauerwerk oder das Füllmaterial so angeordnet, wie man das hier sieht. Ich weiß nicht, ob man das davon ableiten kann, aber normalerweise bin ich der Meinung, sind Pyramiden immer in einzelnen Schichten aufgebaut. Und ja, dann hat man halt hier diese enorm fetten Steine. Da frage ich mich auch, wie hat man das entdeckt? Also wie ist man auf diesen Querschnitt hier gekommen? Hat man da überall Kernbohrungen gemacht, um das rauszufinden? Aber das ist ja schon tja, eine ganz schön heftige Konstruktion hier mit diesen sechs megalithischen Teilen. Dann sieht man von oben noch, wie halt das auch noch nach hinten reingeht, was man ja hier leider in dem Modell nicht nachvollziehen kann. Was sie noch ganz schön eingesetzt haben, ja farblich abgesetzt, andere Steinsorten. Ich nehme an, das wird auch wieder wie bei anderen Pyramiden innen eine Granitverkleidung gewesen sein und da hat man halt hier eine andere Art von Granit eingesetzt. Oder diese roten Teile, die auch hier rötlich markiert sind, das sind halt Granit, na, das sind Granitverkleidungen, wohingegen der Rest aus einem anderen Material besteht. Das kann ich aber nicht genau beurteilen. Hier unten nochmal der Maßstab eingeblendet. Da haben wir 10 Meter. Also das Ding hat dann wahrscheinlich eine Grundfläche von so 60, 70 Metern. Was ich hier noch schön finde, ist, wie das Pyramidion hier oben
gesetzt ist sozusagen, dass die beiden Steine darunter hier noch so eine Erhöhung haben, sodass das Pyramidion also nicht auf einer Fläche sitzt, sondern halt also nicht runtergeweht werden kann, weil das hier oben halt natürlich eine entsprechende Einpassungsfuge hat. Finde ich ein sehr schönes Detail hier oben. So, die Knickpyramide. Hat er auch eine Nebenpyramide und eine Einfassungsmauer, wie wir unten links hier sehen können. Hier ist die Nebenpyramide, die Einfassungsmauer. Und ja, zwei Zugänge, was schon mal ungewöhnlich ist. Das gibt es eigentlich nicht. Normalerweise haben die nur einen Zugang. Und wir gehen also, jetzt hier von Norden aus gesehen, wenn wir hier reingehen, erst in den Felsenboden rein. Da gibt es eine Kammer, eine zweite Kammer und dann gibt es hier oben eine dritte Kammer. Konnten wir leider auch nicht von innen begehen. War auch geschlossen, aber ja, hätte ich auf jeden Fall gerne mal gesehen. Hier sehen wir ein Holzgerüst, was zum Eingang führt. So, also das ganze Ding ist richtig groß. Und die Verkleidungsblöcke, sieht man hier ganz schön, sind mehrere Meter tief, ein, zwei Meter tief. Ich habe immer gedacht, irgendwie, das wären quasi Dreiecke, die, also man hat eine Stufe und diese Stufe macht man dann halt sozusagen mit einem dreieckigen Stein zu der glatten Oberfläche, die wir haben. Aber die gehen tatsächlich wirklich tief rein, das heißt, die Stabilität so zu bauen ist halt viel höher, als wenn man das mit irgendwie kleinen Dreiecken machen würde. Das war ein bisschen naiv von mir, das so zu denken. Fand ich aber auch noch ein sehr interessantes bautechnisches Merkmal, also dass diese Verkleidungsblöcke auch an sich noch wirklich richtig voluminös sind, dementsprechend auch schwer. Ja, was ich hier auch noch erwähnen möchte, ist, dass wir auch wieder unterschiedlich hohe Steine haben und wiederum auch die Außenverkleidungsschichten anders laufen als die Innenverkleidung. Also hier sieht man ja, wie das hier so ein bisschen hoch geht. Das heißt also, die Innenschichten haben wieder eine andere Anzahl als die Außenschichten. Ein extrem hoher Komplexitätsgrad, so ähnlich wie bei der großen Pyramide auch, da komme ich dann später noch drauf. Ja, also das ist schon auch abgefahren, was ja, das erhöht natürlich die Stabilität und gleichzeitig potenziert es den Aufwand wiederum enorm, dieses Ding zu bauen. Ja, dieser Knick, der hier entstanden ist, da behaupten Ägyptologen ernsthaft, das sei ein Unfall gewesen. Man hätte eigentlich versucht, eine Pyramide durchgehend gerade zu machen, zu bauen und dann irgendwann seien alle vier Seiten eingeknickt. Und das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Also wenn man sich sowas überlegt, wer so einen Müll postuliert, da könnte ich mich echt aufregen. Also wenn das ein Unfall gewesen wäre, wären nicht alle vier Seiten absolut symmetrisch zusammengefallen. Das ist völliger, ja, das ist halt wirklich Quatsch. Und nachdem dann alle vier Seiten zusammengefallen sind, haben sie die halt danach dann perfekt verkleidet, ja. Also man guckt, wenn man sich mal anguckt, hier oben diese Kante, die hier ist, das ist jetzt nicht diese Kante, die hier lang läuft, sondern es ist die Kante, die sich halt aus dem Knick bildet. So, das ist absolut perfekt gerade. Und wenn ich jetzt hier unten dieses Bild, da stehe ich quasi hier unter so einem Vorsprung und fotografiere nach oben. Und die ganze Fläche hier, alles, das ist absolut eben. Also nicht absolut, aber fast. Das ist so perfekt verschalt und verkleidet worden. Ja, und das machen die dann mit einer Bauruine, ja, wo eigentlich das eigentlich mal ursprünglich anders aussehen sollte, wird halt eine perfekte Verkleidung rumgesetzt. Also das ist alles totaler Quatsch, den uns da die Ägyptologen erzählen, meiner Meinung nach. Es ist, würde ich sagen, von außen betrachtet sogar noch viel komplexer, so eine Knickpyramide zu bauen, als eine normale Pyramide, weil man muss ja, also die haben es ja geschafft, den Winkel immer perfekt einzuhalten und diese ganze Schräge hier auf allen vier Seiten und danach halt auch noch die Schräge nach oben perfekt auszurichten. Und ja, das soll man mal einer erklären, wie man das überhaupt macht. Das ist baukomplexitätsmäßig das höchste überhaupt. Das ist die komplexeste Pyramide von außen jedenfalls, die es auf der Welt gibt, meiner Meinung nach. Ja, jetzt gucken wir uns nochmal hier dieses Gerüst an. Das ist halt auf mehreren, das sind, weiß ich nicht, 10 Meter Höhe oder so, wo dann diese Eingangstür hier ist, die nicht ganz der Konvention von anderen Eingängen in Pyramiden entspricht, weil sie nicht ganz quadratisch ist. Normalerweise sind diese Tunnel in die Pyramiden rein immer ein bisschen mehr, also 1,2 mal 1,2 Meter in etwa hoch. Ein bisschen mehr als ein Meter. Das sind also, da muss man immer sehr gebückt laufen. Und hier sieht es ja aus, als wäre es einen Meter breit, aber ein bisschen höher. Ja, was ich mich hier frage, ist,
Wenn wir den Eingang hier haben und früher war das ja alles mal glatt, wie ist man denn eigentlich hier oben hingekommen? Es gibt keine Anzeichen dafür, dass hier mal irgendwie Steine oder Bohrlöcher, die irgendwie Holz gehalten hätten, um halt so ein Gerüst hier draußen dran zu haben. So eine Indizien gibt es nicht. Also ja, wie hat man die 10 Meter überbrückt, um überhaupt zum Eingang zu kommen? Hier sehen wir einen unteren Teil der Pyramide, der bis hierhin, meiner Meinung nach, also von unten gesehen, dieser Bereich hier, der sieht irgendwie ausgewaschen aus. Also könnten natürlich auch andere Erosionsspuren sein vom Sand oder so, aber ich bin der Meinung, man sieht einen Unterschied zwischen dem Bereich, der hier beginnt und nach oben geht. Der ist glatter als dieser Bereich, der hier unten ist. Und hier sehen wir vielleicht auch wieder einen Indiz für die Sintflut. Jetzt kommen wir zur roten Pyramide. Ja, da sehen wir halt auch vom Querschnitt, es geht wieder hoch, dann schrägen Gang runter und dann haben wir drei Kammern. Die sind hier schon mal dargestellt. Die drei. Ja, hier die Frage auch, also was ist mit der Verkleidung passiert? Es ist 30 Kilometer südlich von Kairo. Und bei der Cheops-Pyramide wird ja gesagt, die hat keine Verkleidung mehr, weil man damit halb Kairo aufgebaut hat. Und das wurde halt abgetragen und wiederverwendet. Ich weiß nicht, was mit den Verkleidungen von dieser Pyramide passiert ist, ob die auch abgetragen ist oder ob das einfach alles schon verwittert ist. Und wenn das der Fall sein sollte, dann muss diese Pyramide älter als 5000 Jahre alt sein. Deutlich älter. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Wir sehen also hier, diese Kraggewölbe werden die genannt. An sich keine statischen Auswirkungen. Also das ist nicht so, dass wenn man irgendein Gewölbe so baut, dass es besonders stabil wäre. Also ein Rundgewölbe ist stabiler als das, was wir hier sehen. Hier ein kleiner Hinweis, wir sehen hier mal zwei Orbs. Das ist das erste Mal, dass ich welche fotografiert habe. Ja, also wir haben diesen ersten Raum. Der hat, glaube ich, nach oben 12 Stufen. Dann kommen wir in den nächsten Raum. Der hat 13 Stufen nach oben. Hier ist es ein Gerüst, was natürlich also nachträglich eingebaut wurde. Dieser Schlauch, der hier hochführt, ist diese Luftversorgung für den hinteren Raum. Und hier sehen wir unten, hier ist nochmal der Schlauch zur Orientierung. Hier ist der Durchgang zum nächsten Raum. Also wir befinden uns dann hier an der Stelle. Ja. Und das war ein Durchgang, der auch 1 Meter mal 1 Meter war ursprünglich. Und also hier, das hier war der ursprüngliche Boden von diesem Durchgang. Und da wurde neuzeitlich das hier unten noch rausgehauen, damit es ein bisschen bequemer ist, da durchzukrabbeln. Ja, und da frage ich mich doch, wenn hier kein Gerüst drin steht, wie sind die denn von da unten da hochgekommen? Also vielleicht stand da eine Leiter, klar, aber wenn wir jetzt wieder auf die These zurückkommen, dass das alles ein Einweihungsweg ist, der irgendwas mit Fertigkeit und Fähigkeiten zu tun hat, dann werfe ich hier einfach mal rein, dass die Prüfung hier bestand, levitieren können zu müssen. Also man muss schweben können, um diese 8 Meter zu überbrücken. So, dazu glaube ich noch, dass dieser Bereich hier entfernt wurde, um den Sarkophag aus der hinteren Kammer rauszubekommen. Es ist durchaus möglich, dass wie in der Cheops-Pyramide der Sarkophag durch den ursprünglichen Gang nicht durchgepasst hat und auch von Anfang an also in das Gebäude eingebaut und geplant wurde. Und ja, vielleicht hat man sich gesagt, ehe es einer merkt, holen wir den Sarkophag hier raus. Und das kann man halt nur, wenn man diese Steinschicht hier noch zusätzlich wegkloppt, damit der da durchpasst. So, hier sehen wir noch Aussparungen, Löcher, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die wirklich ursprünglich mit da drin waren oder ob das erst nachträglich eingefügt wurde. Sieht irgendwie sehr, naja. Sieht nicht so perfekt aus wie der Rest von der Bearbeitung her. Und hier sieht es fast so aus, als wäre irgendwie hier oben ein Stück weggeschmolzen, was hier unten noch liegen würde. Und das ist der letzte Raum. Der hat 14 Stufen nach oben. Es war kein Sarkophag drin, der Raum war leer. Man hat nach unten hin den Boden entfernt, um zu gucken, ob da noch irgendwelche Gänge sind, irgendwie Geheimkammern oder irgendwas. Und hier gibt es eigentlich oder gab es ursprünglich zwei Böden. Wir sehen hier den Boden, der ursprünglich zu sehen war. Dann hatte man hier Platten reingelegt in der Höhe und hier war nochmal ein zweiter Boden.
Also man hat den Fußboden sozusagen nochmal extra ausgelegt mit 40, 50 cm dicken Platten. Die Verfugung auch ziemlich perfekt. Also hier ist ein Stein, da ist ein Stein und da ist ein Stein und hier ist eine T-Fuge. Das ist schon ziemlich unfassbar eigentlich. Ja, und hier nochmal zur Orientierung. Dieser Zollstock ist 2 Meter lang. Und wir haben hier einen Block, bei dem nicht mal klar ist, ob der hier beginnt. Ja? Also kann ja auch sein, dass er noch tiefer reingeht, was ich höchst wahrscheinlich halte. Der geht bis hierhin, bis hier und bis hier. Und ich weiß nicht, wie tief der ist. Also, das ist enorm.